Deinetwegen zu Lammlauf. Kennen Sie dieses Deinetwegen? Ja, ganz in Familie. Wissen Sie, was das ist? Ich gehe Deinetwegen. So, sind wir meinetwegen zum Lammlauf. Ja? Soll ich Ihnen sagen, dasselbe in Grün? Ein weißer Streifen auf einer grünen Wiese? In dem Streifen zwei Rillen, die andere Seite glatt, das Ganze heißt Leute. So, dann kriegt man der andere Skier. Die sind so lang, so dünn, so wackelig. Also, die sind nicht geeignet. Also, die werden auch nur so total nachlässig am dicken Zeh angetackert. Also, hängen so unentspannt an einem rum. Und damit soll man dann skaten. Also, kennen Sie Skaten? Das ist die Grundstellung Skaten. Ja, 10 vor 2. Also, so ist das. So, es sieht ein bisschen so aus, wie wenn unser Opi zu lange an der Theke war. Und es dann sehr, sehr eilig. Ne? Also, so ist es. Aber entsportlich. Also, so, und so, ich habe das auch probiert, aber wissen Sie, es zog mir im Schritt. Vielleicht trinke ich auch nicht genug. Also, sagte meine Schwester, dann läufst du eben nordisch. Ich sag in Finnland. Nee. Hier, in den Rillen. Also musste ich in die Rillen, verstehst du? In den Rillen konnte man sehr schön gehen. Ohne Skier wäre es besser. Aber das Wichtigste ist, du darfst ja nicht stehen bleiben, um mal eine zu rauchen oder eine SMS zu schicken, dann kommt sofort eine von hinten und sagt, räumen! Aus, weg oder fort. Du musst das auch gar nicht verstehen, das kann auch eine Fremdsprache sein, weil das kommt ja als organisches Gesamtprodukt. Also, warmer Nebel mit Geräusch, ja, so. Räumen! Dann dreht man sich auch nicht um und sagt, andere Ton bitte. Also, hat man das ja alles im Gesicht, ne? Also, man hört Räumen und dann muss man blitzschnell aus der Spur rausspringen, so, und dann muss man den vorbeilassen und den auch noch. Und das sind viele, die da wollen. Und wenn die dann alle weg sind, geht man wieder rein in die Spur, kommt an einen kleinen Berg und dort lernt man dann Physik. Denn am Fuße dieses Berges lauert der Schwerkraft. Der Schwerkraft ist ein gemeiner kleiner Zwerg mit übermenschlichen Fähigkeiten. Der springt dir in den Nacken, rutscht am Rücken runter, klammert sich am Gesäß fest. Flüstert nämlich mit, ich will hoch. Und ich will hoch. Und du denkst, was will der Sausack da oben? Was hat der? Was soll der schon haben? Der hat ein Verhältnis. Mit der Fliehkraft. Die Fliehkraft ist die Lorelei der Alpen und hat einen ähnlich miesen Charakter. Ne? Jawohl, erst wirft sie dem Schwerkraft Versprechungen und Äugelchen zu, lenkt ihn in letzter Sekunde ab, springt dir selber auf die Schulter und flüstert, wir zwei Süßen fahren schon mal vor. Und dann fährst du unter diesen albernen Wippbewegungen, die man dir als überlebenswichtig mit auf den Weg gegeben hat, einen Abhang hinunter, von dem du nicht wusstest, wie steil und wie entfernt er ist. Und plötzlich wird dir klar, dass die kurze Zeit, in der schweren Fliehkraft einander begegnet sind, gereicht hat, etwas zu zollen. Das Böse. Das Böse erkennen der Tatsache, dass genau vor dir die Stelle ist, wo alle auf die Fresse fliegen.